Hi, willkommen zum heutigen Video des Tages. Im heutigen Video befinden wir uns in unserem neuen Office. Hinter uns 11 grandiose Zimmer, die mit der Zeit aufgebaut werden. Und darum heute unsere bisschen andere Location zu filmen, nämlich unsere Stehtribüne hier. Jedoch geht es heute nicht um den Aufbau unseres Offices. Es geht für euch E-Commerce-interessierten Menschen um AliExpress, um das Problem, was 2021 auf uns kommt und um die Alternative für euch Unternehmer, um genau zu sein, Online-Unternehmer. Kurz zu mir, Abdul Swali, wir betreiben seit mehreren Jahren Online-Handel, E-Commerce, eigenes Fulfillment-Center hier. Büro hat über 1000 Quadratmeter, könnt gerne auf Instagram das Ganze mit abonnieren, mitverfolgen oder hier auf dem YouTube-Channel. Doch, über was wir heute reden, ist über eine Sache, mit der jeder von uns wahrscheinlich, sag mal viele von uns angefangen haben. Es war nämlich Dropshipping. Und mit dem Dropshipping kam natürlich auch gleich mal als erste Anlaufquelle AliExpress Dropshipping. Kurzer Hahn erstmal. Dropshipping gibt es seit Jahrzehnten. Es hieß bloß Streckengeschäft. Okay. 2016 entflammt dann irgendwann der Hype um dieses AliExpress Dropshipping. Wenn man Dropshipping denkt, denkt man direkt an AliExpress. Dies ist nicht immer der Fall. Darum heute mal das Video AliExpress Alternative. Was kann man machen, um nicht die Ware aus China, egal wo man ist, es gibt viele verschiedene Begriffe dafür, um nicht die Ware aus China zu importieren zu müssen und Dropship zu müssen. Okay, warum wollen wir das erstmal nicht? Lass uns mit der Frage Nummer 1 anfangen und darüber diskutieren. Klassiker, es sind verdammt lange Lieferzeiten. Okay, wir haben eine Lieferzeit von, lass mal durchgehen, im Schnitt 2 Wochen. 2, 3, 4 Wochen. Natürlich, es gibt immer Ausreißer, 5 bis 10 Tage Lieferzeit. Aber dies ist nicht immer der Fall und besonders für Anfänger oftmals nicht zu realisieren. Die kleinen oder niedrigen Preise, die locken jemanden, mit diesem Produkt zu arbeiten. Aber an die langfristige Unternehmensbindung oder an ein langfristiges Unternehmen wird dabei nicht gedacht. Es wird gedacht, okay, jetzt lass uns einen Monat auscashen, schnell Geld machen und dann wieder weg. Das funktioniert nicht. Unternehmen werden langfristig aufgebaut. Unternehmen brauchen ihre Zeit. Okay, wir müssen wachsen. Kundenstamm muss wachsen. Der Kundenstamm kann nicht wachsen, wenn du jeden 2. Monat mal ein Paket bekommst mit chinesischen Schriftzeichen da drauf. Das ist kein Unternehmen, das wächst. Das ist eine Polizeiakte, die wächst, aber kein Unternehmen. Okay. Das kannst du den Kunden nicht machen. Das kannst du den Kunden nicht geben. Das heißt, oft schlechte Qualität deiner Produkte. Dadurch keine Kundenzufriedenheit. Neue Zollgesetze 2021, wenn eben jedes Produkt vom Zoll erstmal kontrolliert wird, eine Zollpauschale draufkommt und dann noch die Einfuhrumsatzsteuer etc. 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 Kein Freibetrag mehr. Das heißt, Dropshipping, AliExpress Dropshipping, steht kurzerhand vor dem Ende. Ich habe schon 7 Videos dazu gemacht, dass es stirbt, aber diesmal ist es erst wirklich so weit. Der deutsche Staat hat zugegriffen und der deutsche Staat hat mit dem Zoll dagegen gearbeitet, dass jetzt nicht mehr die Produkte aus China zu billigen Preisen nach 2, 3 Wochen gedropshippt werden. Das heißt, es ist langsam aber sicher vorbei. Auf europäische Händler zugreifen. Und die chinesischen Händler können nicht mehr im Einzelhandel, also beziehungsweise mit einzelnen Verkäufen natürlich, hier in der deutschen Wirtschaft mitspielen. Okay, das heißt, wir haben Punkt Nummer 1 diskutiert. Nachteile von Herstellern in China. Ganz klar, wir müssen nicht mehr lange drüber reden. Haken dahinter, dann fertig. Wir machen weiter mit Punkt Nummer 2. Wenn ich was im Jahr 2021 gelernt habe, dann ist es folgendes. Brands, Marken gewinnen das Spiel. Du brauchst eine gute Marke. Du brauchst eine langfristige Marke, die sich langfristig in einer gewissen Nische sich einen Namen macht, sich weiterbildet, Influencer generiert, etc., etc., die volle Palette. Und das schaffst du wirklich nur mit guten Produkten, mit keinen Kunden, die 6 Wochen auf ihre Produkte warten, dann Kunden, die vielleicht 2 Tage auf ihre Produkte warten, 3 Tage. Okay. Mit guter Produktqualität, mit Lieferanten aus Deutschland und dem ganzen Spaß, was zu einer guten Kundenqualität und Kundenzufriedenheit dazu gehört. Jetzt gibt es viele Lösungsvorschläge. Wir sind hier auf diesem Channel, weil wir einen Lösungsvorschlag geben wollen. Nicht, weil ich dir E-Commerce schlecht reden will, keinesfalls. Ich liebe E-Commerce, liebe alle Online-Businesses. Aber es gibt halt Online-Businesses auf dieser Welt, die nicht den Hype genießen dürfen, den sie wirklich momentan bekommen. Darum, mein Lösungsvorschlag ist folgender, ich habe 2 Lösungsvorschläge für dich. Lösungsvorschlag Nummer 1 ist, dass du auf AliExpress weitgehend verzichtest, bis endlich mal eine europäische Alternative. Beispielsweise, wir haben schon mal von AliExpress Spanien geredet, wir haben schon von AliExpress Bulgarien geredet, bis dies der Fall ist und da mehrere Produkte zustande gekommen sind. Europäische Dropshipping-Lieferanten, eine 2. Wahl. Oder die 3. und womöglich beste Alternative ist es einfach,
eine Print-on-Demand-Druckerei. Es ist wie Dropshipping, bloß übertragen ist ein Wert auf Produkte, auf Rohlinge. Einfach Designs, Motive bedruckt, sublimiert, egal was, eine Druckvariante bestickt und dann als Dropshipping. Ist es wie Dropshipping, bloß mit Motiven. Und das Ganze ist Print-on-Demand-T-Shirt-Business im übertragenen Sinne. Du hast einfach nochmal das Rolling hier, ein weißes T-Shirt. Dein Motiv kommt drauf und du kannst das Motiv unter deinem Shopnamen an Endkunden senden. Und das führt dazu, dass erstmal, schau mal, es ist leichter, ein Produkt, das aus China kommt, aus AliExpress Dropshipping ist, das Produkt zurückzuverfolgen und einfach selbst in einem Shop anzubieten, versus ein Motiv auf einem T-Shirt nachzumachen, nachzuahmen und somit dein Produkt zu kopieren. Natürlich, beides ist möglich, aber das eine hat eine höhere Einstiegsbarriere als das andere. Ein Motiv auf dem Rolling drauf zu machen, muss erst ein Designer, muss die extra Meile gehen und somit könnt ihr weniger Leute nachmachen, weil du von der Einstiegshürde weiter oben bist, anstatt andere, weil hier musst du nur mit einer Google-Bildersuche nachsuchen und da ist das Produkt draußen. Das heißt, kannst langfristig einzigartige Motive auf T-Shirts, Sweatshirts, Hoodies, Collegejacken, Blöcke, Stifte, Tassen, Emaille-Tassen, Wandbilder, Poster, egal was es ist, alles gehört zu Print-on-Demand dazu. Du kannst alles auf Anfrage bedrucken lassen und an deinen Kunden senden und somit eine riesengroße Marke kreieren. Wie das Ganze funktioniert, wie bereits erwähnt, du hast einen Rolling, du lässt ein Motiv kreieren, entweder bei einem Designer, ich biete viele Designer an, mit denen du zusammen kooperieren kannst, soll ja doch kein Werbungsvideo für meinen Designer sein, obwohl die schon verdammt gut sind, muss ich an dieser Stelle so sagen, soll es kein Werbungsvideo an dieser Stelle sein, aber du suchst einfach Designer, die dein Motiv kreieren. Und der Designer stellt einfach eine einfache PNG-Datei dir zur Verfügung. Und diese PNG-Datei kannst du auf ein T-Shirt ziehen, kannst du auf alles ziehen, was das Herz begehrt. Und am Ende des Tages, wenn ein Verkauf stattfindet, wie beim Dropshipping auch, weil Verkauf stattfindet, dann versendest du das Produkt unter dem Namen von deinem Shop an den Endkunden. Und dieser denkt, dass du das Geld selbst produziert hast, selbst hergestellt hast, das Ganze auf Lager war. Er kennt einfach keinen Unterschied. Die Ware ist dann von wenigen Tagen bei ihm. Okay. Dein Name steht da drauf. Es ist Dropshipping, aber der Kunde weiß es nicht. Und es sind keine chinesischen Zeichen drauf. Insofern du nicht einen Print-on-Demand-Lieferanten in Deutschland suchst, aus China kommt. Okay. Es sind wahrscheinlich deutsche Zeichen drauf. Es ist wahrscheinlich ein deutsches Unternehmen. Womit du einfach zufrieden und entspannt deine deutsche Qualität zum Kunden liefern lassen kannst. By the way, somit hast du auch keine Probleme bezüglich Zoll, bezüglich der europäischen Richtlinie, wenn du Ware außerhalb von Europa importierst. Keine Probleme mit dem ganzen Spaß, was einfach dazu gehört. Du kannst entspannt deine Produkte verkaufen, deine Produkte werden entspannt aus Deutschland geliefert. Du kannst entspannt mit einem guten Herzens nachts einfach deine nächtliche Ruhe finden. Darum, Print on Demand mit deutschen Produzenten oder europäischen Produzenten ist wohl möglich. Die Business Chance 2021. Wenn sie die Frage stellt, wie denn solch ein Print-on-Demand-Shop aussieht, es gibt unzählige davon auf dem Markt. Viele von denen machen vierstellige, fünfstellige und auch sechsstellige Umsätze, wie Mentees von uns. Und mit solch einem Print-on-Demand-Shop kann man auf jeden Fall die E-Commerce-Szene auf den Kopf stellen und einzigartige Produkte anbieten. Meine Empfehlung, ganz klar, wie ich schon seit 15 Minuten davon predige, Print-on-Demand ist eine Business-Chance der nächsten Jahre, E-Commerce-Chancen der nächsten Jahre. Und wir hier als Team von Market Consultive GmbH, Market Designs, Market Print unterstützen dich gerne bei diesem Vorhaben. Kannst du dann wieder auf Instagram schreiben unter allen drei Channels, mir persönlich auf Instagram oder einfach ein Gespräch mit einer von meinen Strategieberatern buchen. Der Link ist in der Beschreibung, marketdesigns.de/telefonat. Ganz unverbindlich einfach mal reingucken, reinschauen, deinen Plan schildern, Gegenplan bekommen oder Planzustimmung bekommen und anfangen. Leute, E-Commerce ist kein Hexenwerk. Hunderte von E-Commerce-Klienten haben es schon bereits bewiesen, wie man solche erfolgreiche Projekte aufbauen kann. Ich bedanke mich sonst hier an dieser Stelle fürs Zuschauen, für die Interaktion, für die Kommunikation. Und wünsche noch viel Erfolg, wünsche noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.